Das sieht aus, als sei Sophie nicht hier. Ich suche besser nach ihr. Was auch immer aus mir wird. Scott wird es verstehen. Aber Mo. Fragen Sie herum, wo Sophie hingegangen ist. Na gut, wir haben, da hat er nur eine Ausrufezeichen. Das ist, okay, die spricht, das ist aber lustig, weil die spricht mit den Tauben. Ob die das nicht weiß, dass er taub ist? Ehrlich, sie spricht, sie kommt bei mir nur vor sich hin. Ich suche Sophie. Wo ist sie hingegangen? Sie sagte, sie müsse sich um wichtige Angelegenheiten kümmern. Aber du kannst bei uns warten. Wenn du wissen willst, ob ich einen Freund habe, ich habe keinen. Was nicht heißt, dass du auch nur die leiseste Chance bei mir hast. Die hast du nicht. Wenn du glaubst, mich würde es interessieren, ob du einen Freund hast, liegst du falsch. Aber auch wenn du deine Meinung über meine Chancen änderst, meine ändere ich nicht. Na gut. Was führt dich her? Pass gut auf Barney auf heute. Der Typ ist wie ein Neonschild, auf dem steht, zum Chaos hier lang. Stimmt. Hast du den Text da drunter gelesen? Ja, so halt. Hast du mitgelesen? Er hat genau was anderes gesagt. Wenn du deine Meinung änderst, ändere ich meine vielleicht auch. Ach so, okay. Voll gut. Das so. Ding. Gibt's ich Love Interest? Dieses eine Ding. Ding? Wenn's Love ist, wir müssen alle und Frauen begatten, wenn es geht. Das ist ganz wichtig, Tante. Ich hätte immer noch eine Questmarkierung bei mir. Ah, jetzt muss ich mit Günther reden daneben. Aber wir können auch mal hier mit verrückten Professor reden. Ja, wenn ich mal entscheiden könnte, und ich ständig irgendwo anders. Hey, hast du Sophie gesehen? Sophie? Ja, sie ging. Sie meinte. Sie ist dort lang gegangen. Ganz genau. Danke. Warte mal. Da wäre noch was. Noch eine Sache. Da stimmt was nicht. Funktioniert nicht mit. Ist kaputt. Das. Papa fragt, ob was mit deinem Funkgerät nicht stimmt. Oh, es rauscht manchmal, aber solange es funktioniert, lasse ich es lieber in Ruhe. Kann ich dich was fragen? Sicher. Aiden ist mein Name. Vincenzo. Aiden, wie bist du zum Pilger geworden? Heißt das, du bist ein Mörder? Vincenzo, warum? Was meinst du? Warum? Papa, ich frage, weil ich neugierig bin. Sagst du es mir, Aiden? Ich bin nicht besonders interessant. Ich musste ein paar Leute töten. Ich bin aber kein Mörder. Pilger zu sein ist für mich nur noch ein Mittel zum Zweck. Welcher Zweck? Vincenzo! Lass ihn in Ruhe! Um die einzige Familie zu finden, die ich je gekannt habe. Hast du? Noch nicht. Aber ich bin vielleicht nah dran. Ich hoffe, du hast Erfolg. Ich habe Federico nie gefunden. Wen? Federico. Er war mein bester Freund. Wir waren wie Brüder. Wir kannten uns schon ewig. Er verschwand wie die anderen Kinder. Wegen dieser beschissenen Tests. Tests? Du meinst GRE-Tests? Weißt du, dass sie versucht hatten, hier einen Impfstoff zu entwickeln, als sie die Mauern bauten? Alles brach innerhalb von wenigen Wochen zusammen. Eines Tages verschwand Federico einfach so. Wir hatten Fußball gespielt. Ich ging danach nach Hause. Er auch. Und ich sah ihn nie wieder. Ich bin sicher, dass sie ihn geschnappt haben. Und das ist noch nicht alles. Weißt du, er war nicht das einzige Kind, das in jenem Winter verschwand. Es gab noch andere? Zwei Mädchen verschwanden zur gleichen Zeit aus dem Nachbargebäude. Und noch weitere in der ganzen Stadt. Und keines der Kinder wurde je gefunden? Nein, aber nach dem, was Federicos Mutter sagte, glaube ich zu wissen, was passiert ist. Federico war einen Monat zuvor mit Lungenentzündung im Krankenhaus gewesen. Seiner Mutter wurde mitgeteilt, dass ein GRE-Doktor Blutuntersuchungen angeordnet hatte, aber sie wollten ihr nicht sagen, warum. Eine Woche, nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war er verschwunden. Kannst du dich an den Namen des Arztes erinnern? Keiner kannte ihn. Und im Krankenhaus rückte ihn niemand heraus. Nur, dass er sich um geheime GRE-Angelegenheiten kümmerte. Dann brach überall die Hölle los.
Die GAI brach zusammen. Danach wurden einige der Kinder im Zentralring gesichtet. Aber nicht Federico. Jeden Tag frage ich mich, was mit ihm geschehen ist. Ich hoffe, dass er am Leben ist. Und dass du ihn irgendwann findest. So. Ziel aktualisiert, sprechen Sie mit Sophie. Interessant. Oh, nächste Zwischenfrage. Haben wir Vincenzo nicht schon kennengelernt, als wir dem komischen Typen da mit seinem Lammgrill geholfen haben? Na ja, gut, vielleicht gibt's den Namen doppelt. Nee, das ist der ja. Das ist ja der Handwerksmeister und sein Sohn. Die kamen ja dann an. Und Vincenzo hat die ganze Zeit erzählt, was der andere doch für ein Idiot ist. Ach so. Also eigentlich kennen wir den Typen schon. Ich weiß nicht, warum wir uns den jetzt nochmal vorstellen. Weiß ich auch nicht. So, dann reden wir hier nochmal mit deiner Schnecke. Hey, Boppe. Geht nicht. Der Schnecke will nicht mit dir. Ah, die haben doch noch ein Ausrufezeichen. Bei mir auch, ja. Aber ich kann doch mal mit Grr sprechen hier. Komm, mit Groot. Wir müssen mit Groot sprechen. Ey, Groot. Ich bin Groot. Vielleicht keinen Trigger. Es ist besser für die Welt, wenn du still bist. Ich hab doch nicht geredet. Geht nicht, ja. Oh, hier. Der kann mit dem kann man noch reden. Häkel. Fertig mit Glatzen? Mit Arme. Genug gesehen. Ich hab die Wildsa. Unser tapferer, verschissener Pilger. Ich hab dich gesucht. Trink. Prost. Nee, ich trinke nicht. Oder? Hast du ein Glas für mich? Fühl mich nicht besonders. Okay, nehmen wir das. Tut mir leid. Ich trinke nicht gern direkt aus der Flasche. Hoho, euer Hochwohlgeboren wünscht ein Glas. Hey, hat dieser Dämlack Alberto dein Funkgerät geprüft? Dieser Volldepp kriegt keinen geraden Satz raus. Dem sein Hirn muss aus Schweizer Käse bestehen. Zeig mal ein bisschen Respekt, Humphrey. Alberto ist ein Genie mit Waffen und Rüstung. Was ist denn deine große Fähigkeit? In der Harmonika furzen und es Musik nennen? Hey, ihr elenden Wichser! Sprecht euer letztes Gebet. Barney kommt. Und er wird euch in den Arsch treten. Also, der Barney tritt gar nichts. Humphreys große Fähigkeit ist auf jeden Fall schon mal nicht die Grammatik, ne? Dem sein Gehirn. Dem sein Gehirn. Ja gut, aber das kommt doch bei dir aus der Region, oder? Ja, das sagen, aber naja. So wie es Mördern gebührt. Gut. Leute, die so eine gewisse Bildung genossen haben, sagen das nicht. Humphrey, das ist ein dem sein Hirn. Manchmal liegst du richtig. Aber der ist komplett besoffen, der Typ, ey. Ich bin hier. Was ist mit deinem Funkgerät? Funktioniert's jetzt? Manchmal geht es, manchmal nicht. Purer Zufall. Susie, Logan, ich schwöre, ich schlitze sie auf und esse ihre Eingeweide. Birdie, Ralph, auf euch! Ich liebe euch! Was jetzt? Erinnerst du dich an den Beginn des Niedergangs, Aiden? Nur vage. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten die Kirche eine Weile gegen die Infizierten verteidigt. Meine Mutter hatte das Sagen. Sie verlor täglich Dutzende Leute. Sie hielt alle am Leben, während ich Barney im Auge behielt. Sie flehte die Peacekeeper um Hilfe an, wurde aber ignoriert. Schließlich wurde sie verletzt. Es war Dämmerung. Sie brachten mich zu ihr. Aufs Dach der Sakristei. Sie sah mich und nahm mir das Versprechen ab, mich um meinen Bruder zu kümmern. Sie sagte das, als würde sie mir ein Auto leihen und sicher gehen wollen, dass ich es unbeschädigt zurückbringe. Danach ernannte sie Karl zu ihrem Nachfolger, mit mir an seiner Seite. Du wirst einmal ein viel besserer Anführer sein als Karl, sagte sie. Aber solange die Welt brennt, hören die Menschen nicht auf jemanden, der so jung ist. Sie lag falsch. So habe ich mein ganzes Leben lang gedacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt verstehe ich meine Mutter. Als Anführer musst du skrupellos sein. Damals war ich nicht bereit. Jetzt bin ich es.
Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Und ich weiß, was Verlust bedeutet. Sprichst du über jemand Bestimmtes? Tja, ich würde jetzt die Wahrheit sagen. Ja. Über meine Schwester. Tut mir leid. Na, vielleicht muss es das nicht. Wir werden sehen. Und deshalb bist du in die Stadt gekommen, oder? Wegen ihr? Ja. Sophie, wir müssen reden. Zeit zu handeln. Je schneller wir das hier durchziehen, desto weniger vorbereitet sind Jack und Joe. Aiden, Aiden. Lass uns nochmal von vorn anfangen. Hier, trink dir ein bisschen Mut an. Solltest du vor einer Mission wirklich so viel trinken, Barney? Ich? Ich hab die stärkste Leber in ganz Wildor. Kümmer dich um dich selbst, Pilger. Wo ist Sophie? Dort. Auf dem Dach. Ich hab dich im Auge, Pilger. Die stand doch eben noch neben uns. Also erstens, wie ist sie so schnell auf das Dach gekommen? Ja, zweitens, wieso trinkt Herr Hochwohlgeboren jetzt aus dem Becher? Ja, weil wir geschimpft haben wahrscheinlich. Und drittens, was mir jetzt wieder einfällt, wo wir vorhin wieder bei Kindern waren. Die Stimme von Maya, die Synchronsprecherin, die ist viel zu alt. Von Maya? Ja. Oder der Text war viel zu erwachsen. Für ein hübsches Sümmchen verkaufen und sowas. Ja, genau. Das ist viel zu, genau. Das, so, war, jetzt, das war auch keine Frau, das war kein Kind. Hast und jetzt die vierte Frage. Hm? Wie alt ist Sophie eigentlich? Pff, schwierig zu sagen. 25? Ja. Vielleicht maximal 30? Das hätte ich auch gedacht, aber das würde auch 30 würde bedeuten. Die Apokalypse, von der sie gerade erzählt hat, war vor 15 Jahren. 15 Jahre, das heißt, war die 15. Das war 10 bis 15. Und ja, da wird sie hätte... von ihrer Mutter zur Anführerin, also zur stellvertretenden Anführerin ernannt? Naja, eben gerade deswegen nicht. Ich muss meinem Sinn halt, ein Beispiel sein. Das ist strange, ja. Ich hab da so ein paar, wenn wir, ja, ein bisschen Dings, ne, also. Wie nennt man es beim Film nennt man das, Wo willst denn du hier? Was machst du da? Ja, kurz ans Versteck. Achso, weil er schnell mir Schnellreise anbietet. Oder Schnellreise von mir will. Ha! An den Autoreifen gesprungen, geil. Aber in den Puss bist du gut. Hey, hier drüben, Hilfe! Hört mich jemand? Hilfe? Da ruft eine Frau um Hilfe. Ist das scheiße, Mann? Ja, haben wir jetzt keine Zeit für. Ja, jetzt geht's nicht. Wenn du noch so ein halbes Stündchen warten könntest, können wir dir helfen kommen. Du bist noch runtergekommen. Ich bin an den Hochreifen neben mir gesprungen. Oh, es wird wehtun. Ey, krass, hier, da liegen so Matratzen, da kannst du auch drauf springen. Ich bin hier dran gelandet. Nee, warte. Ja, das natürlich... Jetzt komme ich da nicht mehr dran an. Ah, hier. Ich bin hier dran geblieben. So Äffchen-mäßig, gut. Das ist natürlich Skill. Oh, hier ist ein Dachgarten. Jetzt steht die hier. Ja, alles klar. Aber gibt's nichts. Interessant. Ja, und was? Aber weiß nicht. Red mal mit der. Oma, was ist los? Anscheinend beobachten uns die Peacekeeper. Lass sie nur schauen. Was mit Jack und Joe passiert ist, das können wir auch mit ihnen machen. Du sagtest, es sei Zeit zu handeln. Wir handeln. Ich habe 3 Späher zum Lager geschickt. Karl und die Kristalle müssen irgendwo im Gebäude sein. Okay, Banditenlager. Nähern Sie sich ein Banditenlager, benutzen Sie das Fernglas mit dem Eingangspunkt zu identifizieren, den Lagerleiter mit dem Zeichen zu finden und potenzielle Gelegenheiten in der Umgebung zu identifizieren. Um das Banditenlager zu übernehmen, müssen Sie den Lagerführer und seinen Lieutenants töten, seinen Leutnants töten und das Lagertotem holen. Wenn Sie das Lager übernehmen, richten Sie eine Sicherheitszone ein und verdienen sich zusätzlich Belohnung, XP, Waffen, Outfits und so weiter. Klingt gut. Also erstmal das Fernglas benutzen. Hat wahrscheinlich Dante schon gemacht. Nicht viele Wachen. Eigentlich nicht. Die meisten schlafen wahrscheinlich. Es gibt ein paar Eingänge ins Lager. Der Vordereingang wäre Selbstmord. Da sind die meisten Wachen. Käme nur gerne aus diesem Menü raus. Ja. Du gehst zuerst rein. Wir schlagen uns von der anderen Seite aus durch. Wir nehmen sie in die Zange.
Wenn irgendetwas schief geht, ziehen wir uns in die Basis zurück. Wo? Das Tango-Motel. Ah. Tango. Foxtrot. Check, check. Ne, ich glaube, am Tango-Motel war ich schon und konnte nichts damit anfangen, weil du nirgendwo reinkommst. Okay. Wollen wir nochmal mit dem Fernglas gucken kurz? Oh, ist aber nix. Welchen Eingang wollen wir nehmen? Das ist der Besucher. Ich würde hier drüben, der sieht ziemlich versteckt aus hier. Wegpunkt geht hier, oder? Ich kann keinen Wegpunkt setzen. Rechts unten. Ja, lauf da einfach. Ganz. Ja, das. Dum 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 Tarnung. Ich hab grad ein Bild, warte mal. Aiden. Sie haben unser Versteck angegriffen. Wer? Sophie? Meine Männer sind dort. Finde Karl. Rette ihn und beschaffe unsere Kristalle. Schnell. Ich tu, was ich kann. Scheiße, gerade angegriffen. Mist. Das ist der Nachteil. Im Singleplayer-Modus, dann wird er wahrscheinlich das Spiel anhalten. Das ist ja los, Modus nicht. Kann ich nicht mehr bewegen. Wer ist denn der hier? Der von uns? Wahrscheinlich. Aber ich konnte mich nicht bewegen, weil du nicht da warst. Deswegen ist richtig gut. Hast du mich vermisst? Hä? Was ist jetzt passiert? Warum rennst du denn jetzt raus, damit der dich sieht oder was? Der ist einfach gestorben gerade bei mir. Ja, ich hab den Pfeil in den Rücken geworfen. Ja, klar. Verstecken, Dave. Ja, ich bin dabei. Ich bin dabei, er rennt da auf offene Fläche rum. Der war Kamille, Mann. Den kannst Sachen holen. War Spaß, war kein. Was? Kann ich nicht lesen, wie man sich tarnt. Na, in die Dinger mit dem Auge reingehen, wie bei Spikes Haus das Klavier. Ja, das hab ich schon verstanden. Oh, Weichei! Warte mal, was für eine tolle Überraschung. Oh, da ist ein Alarm. Da kommt einer. Ich mach das nicht den ganzen Tag. Kommt einer abteilig auf dich zu. Ja! Okay, das durch. Oh, hier kommen noch zwei. Zeit ist abgelaufen. Träge fall ich dir jetzt, du Bastard. Irgendwo da oben muss noch einer. Ach, scheiße. So, tschüss. Du entkommst. Friss das, du... Jetzt gehörst du mir. Bist das du werden wir auch sehen. Also ich glaube, unendlich kriegen wir nicht. Nee, da müssen wir nochmal probieren. Aber ich glaube, ich nicht das Einzige, was die versteckt. Das war auch ein Witz. Ich weiß nicht, ob das hier gibt. Ach so. Entschuldige. Wie bei Far Cry, ne? Das war eigentlich cool. Ja, aber wo ist denn jetzt Josephs Leutnant? Wo kann denn er sein? Joseph, klingt gut. Ist der mit der, der hat auf jeden Fall eine Markierung, Jones. Laut. So ein Totem-Symbol hat der. So, rotes. Der Bude irgendwo drin sein, ne? Ah, ich kletter gerade hier nach ganz oben auf den Turm. Okay, ich gehe mal in Richtung Gebäude. Mal sehen, ob ich hier irgendwas finde. Also zumindest dürfte ich gleich einen Airdrop finden. Der da oben, ja, da hab ich schon gesehen. Der ist da drüben auf dem Haus, okay. Ach, ich hab das Symbol gefunden. Der ist hier, der Typ, bei mir. Das Symbol oder der Totem? Nee, der Typ mit dem toten Symbol. Ich seh den. Mir entgeht nichts, ich bin wie ein Falk. Ach, warte mal. Kann ich den vielleicht markieren mit dem Fernglas aber? Geh mal in Deckung. Ich hab eine Verfolgung gemacht, ich weiß nicht, ob du den siehst dadurch. Nee. Okay. Aber ich hab gerade mal den Strom ausgeschaltet. Ich bin in Deckung, also ich bin auf dem Dach.
Weiß ich vielleicht, ob jetzt Zombies reinkommen oder so? Wäre natürlich geil, dadurch, dass ich irgendwie den Elektrozaun ausgeschaltet habe. Da drüben ist auf jeden Fall noch einer. Ich hab keinen Bock mehr hier rumzustehen. Aber ich weiß nicht, ob ich den Stealth ausschalten kann, das weiß ich nicht. Ich sehe das Scheiß. Wo ist denn der Scheiß? Oh, ich sehe nichts, wo ich reinspringen kann, ist der Scheiß gerade. Ah, das müsste gehen. Könnt ihr im Stein an den Kopf werfen? Jo, hat funktioniert. Ja. Muss nur gucken, ob ich da wieder reinkomme ins Haus. Na, so schon mal nicht. Ah, ich bin wieder da. Er steht quasi am Haupteingang, steht der Typ. Machen wir ihn platt. Ja, da sind auch andere Typen rum, den werde ich nicht kaputt kriegen alleine. Ich glaube, da drüben ist noch einer mit so einer Klingel. Den würde ich kurz versuchen auszuschalten. Kann man den irgendwie lautlos ausschalten? Na, wenn ich hinter den steigst, kannst du den irgendwie mit F oder mit E das Knick brechen. Ah ja, danke. Sehr gut. Okay, den ersten habe ich. Ja, du läufst genau drauf zu, einmal frei. Hast du den... Da ist noch so eine Klingel bei dem. Hinter... Achso, das bist du. Ja, gut. Kann sein, dass ich den erwische, kann aber sein... Ja, lauf weg! Jetzt? Der hat dich gesehen, glaube ich. Nee, der hat mich noch nicht, aber der mit dem Horn... Da rechts! Der Horn kommt zu dir! Da! Scheiße, jetzt habe ich gesehen! Jetzt! Einsatz! Ich denk dran, da sind Stacheln, zieh die rein! Ja! Oh, der ist du Arsch! Ja! Hier, fertig war, ein Tritt war tot. Beweg dich! Wow! Hast du gedacht? Hey, Thema bei dem wird auch kein Block was bringen. Wenn du jetzt nicht kannst, tritt dir in den Stacheln hier. Der wird nicht gehen. Stacheln, aber ich kann's probieren. Ran an den Speck! Nein, ich nicht! Warte, ich komm. Hat's gereicht? Nö. Nimm das! Oh! Und tot. Keine Chance da nicht. Bin nicht dran gekommen. Durch den Typen. Jetzt hab ich dich, du Scheißkerl! So. Der ist wie der hier drüben. Wie gefällt dir das? Der hat Autoreifen als Dings. Das sieht ja geil aus. Panzerung? Ja. Oh, das ist aber auch nicht so neu, ne? Ja, du bist der Leder. Chestbiff, das sieht cool aus. Aua! Wichser. Hier kommt man nicht hoch, wie komme ich da hoch? Da. Alter, was bist du? Ich habe einen Sperrgut betreten, ist jetzt egal. Wie gefall ich dir jetzt, Arschloch? Wie gefall ich dir jetzt? Genauso hässlich wie eben. Keine Chance, du Bastard! Entdeckung, Dave! Jo, bin weg! Yes! Schönes Ding. Ups. Ja, das Problem ist. Mach den Strom wieder an! Kann ich nicht. Ja, wie kommen wir denn da oben an der Totem? Hier, mit dem Fahrrad. Ich fahr schnell hoch, warte. Fahrrad? Achso! Geil! Sein Erz mit dem Fahrrad. Errungenschaft freigeschaltet, Fahnenverbrechung. Fahnenverbrennung. Cool. Das hat wirklich was von Far Cry, aber das ist cool, das finde ich gut. Just want a life that is worth every day exploring.
My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be appreciate all that is fair.